Herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe das mal mit der Ladezeit geprüft. Irgendwas war hier nicht so ganz in Ordnung. Und ja, Ressourcen gehen uns auch irgendwie schon wieder ein bisschen aus. Habe ich so das blöde Gefühl. Ja, keine Grafen mehr. Na, danke. Solche Veränderungen sind immer willkommen. Siliziummine brauchen wir noch. Ja, wir gehen richtig böse gerade in den Keller, habe ich so das Gefühl. Obwohl uns gar nicht viel fehlt. Fruchtsäfte und ich denke, das Wichtige sind die bionischen Erweiterungen. Wir machen jetzt erstmal ganz schnell die Fruchtsäfte. Und ich habe mich gerade umentschieden. Ich denke mal, wir werden hier auch trotz alledem wieder unsere Stadt bauen. Und den ganzen anderen Krepel, das ziehen wir auf irgendeine andere Insel, sobald wir den Platz haben. Also ist nicht verkehrt, dass wir jetzt hier unten ausgebaut haben. Ja, Grafen. Oh. Okay, Missionen müssen wir dann auch wieder machen. Und ich bin gekommen, um hier zu leben. Ach, Sven. Ja. Was für ein Glück für dich. Ich bin jetzt echt gerade am Überlegen. 20. Ich will ja eigentlich das ganze Thema mal hier so ein bisschen reinbauen. So, da haben wir jetzt 22 und eine dicke, miese Bilanz. Neue Erfolgsebene erreicht. Aha. So, jetzt brauchen wir Biokost, Rohkost hier wieder. Ja, wir brauchen unbedingt eine zweite Insel. Weil so geht das hier nicht weiter. Also, wir bauen jetzt hier unten alles zu und... Auf jeden Fall als erstes, denke ich mal, das Walbrookbecken, damit wir da wieder Wein anbauen können. Geht jetzt wieder hoch. Habe ich irgendwie übersehen gehabt, dass Biokost gefehlt hat? Naja. Bionische Erweiterungen sind auf dem Mond, ja. Das ist natürlich jetzt richtig, richtig blöd. Da müssten wir den Mond auch ausbauen. Aber ist kein Problem, das können wir eigentlich machen. Die Bilanz geht wieder hoch. Auch schön. Ja, nee, wir werden hier wieder unsere Stadt bauen, also. Definitiv. Ich kann mir wirklich nicht... Ich möchte eigentlich gar nicht so viele von den kleinen Häusern haben. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren.
ob ich jetzt hier unten wirklich nur kleine Häuser mache. Dementsprechend natürlich nur die kleinen Bedürfnisse still, aber eine schöne Bilanz bekommen. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Ah ja, jetzt ist egal. Ursache: fehlende Waren. So. Dann werde ich den einmal abreißen. Ja, trotzdem minus 2, okay. Hätte ja sein können. Die Arbeit scheint mir bis nach Hause zu folgen. Da fehlt noch Mobilität. Ja gut, also die kleine Straße, die ändert rein gar nichts. Mal so ein paar Sachen wenigstens ausprobieren. Ja, das ist Blödsinn. Das könnte man doch eventuell... schade, passt nicht. Wenn das ein bisschen schmaler sein würde. So, dann kann man hier nämlich auch noch mal ein bisschen erweitern. Naja, passt nicht ganz. Ja, doch, aber das könnte eigentlich passen. Einfach exzellent. So, was fehlt uns? Ja, das ist klar. Hier fehlt uns auch nichts. Die Bilanz ist auch relativ angenehm. Da fehlt aber noch die Informationszentrale. Ja, wir müssen unbedingt den Mond gleich ausbauen. Aber der kostet so einen Haufen Kohle.
Dann werde ich da oben. Die Polizeistation hinsetzen. Entweder erneuern wir die Genehmigung oder wir geben die Route auf. Ihre Entscheidung. Die werden wir mal löschen. Erledigt. Diese Route ist Geschichte. Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Ja, wir haben jetzt schon wieder einen Hackerangriff hier. Koordinaten bestätigt. Langsam wird's lästig. Roger. Ach, betreten Sie den Iwamoto-Krater auf dem Mond sogar. Na, was soll denn der Mist? Wollen die uns jetzt hier irgendwie mobben oder so? Dann kann ich den hier löschen. Mal so ein bisschen auf die Straßen hier achten. Ja, dürfte eigentlich... Willkommen. Ich... Ändert sich irgendwie der Zugang... Ah, der ändert sich sogar dann. Okay. Dann wäre es vielleicht doch klug, wenn man nur noch 5er-Blocks macht. Wir haben 23 minus. Ja. Tatsache. Würde ich sagen, machen wir nur noch 5er-Blocks. 2, 4, 5. Auch wenn es jetzt schweineteuer deswegen ist. Das kostet jetzt richtig unnütz Geld. So, 3, 5, jo.